waren einmal Revoluza. Johanna Moders Tragikomödie hält unserer Gesellschaft den Spiegel vor, anhand einer aktuellen Thematik. Johanna Moder, Manuel Rubey und Marcel Mohab waren bei GoTV, um dir mehr zu erzählen. Guten Tag, wir sind Johanna, Marcel und Manuel von waren einmal Revoluza und ihr schaut's GoTV. Be part of it. Heute bist du 40 und alle sind da. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Du bist die beste Mama. In unserem Film geht es darum, zwei Paare beschließen, was Gutes zu tun, zu helfen und einen alten Bekannten aus Studientagen, der in Moskau politisch verfolgt wird, nach Wien zu holen. Und der kommt aber mit Familie und die machen sich relativ breit und das Ganze endet recht schnell in einem mittleren Fiasko, wenn man draufkommt, dass man doch nicht so hilfsbereit ist, wie man glaubte. Das ist Eugenia, meine Frau. Hi. Und unser Sohn, Vasili. Hallo. Hallo. Приятно познакомиться. Да, это Елена, да. Was? Sie spricht nicht Deutsch und ein bisschen Englisch. Смотри. Diese sogenannten Bobos oder Hipster, mit denen, zu denen wir auch immer wieder gezählt werden, grün wählen und BMW fahren, für gute Bock auftreten und die Kinder in die katholische Privatschule stecken. Und genau damit haben wir uns ein bisschen beschäftigt und es geht um zwei Paare, die beschließen zu helfen und dann merken sie aber, dass das Helfen auch schneller mal zu unbequem wird. Meine Schwiegermutter hat sich wahrscheinlich den Arm gebrochen und jetzt kommen die Kinder zu mir. Und ich habe keinen Platz mehr. Das ist Tina, Volkers Freundin. Tina, unsere Freundin. Das ist eine ganz liebe. Achso, du meinst, dass sie hier wohnen? Oder? Ja, so nur vorübergehen, bis wir was Besseres gefunden haben. Waren einmal Revoluza zeichnet sich durch diese einzigartige Geschichte aus. Doch woher kam die Idee dafür? Die Ursprungsidee beruht auf einer wahren Begebenheit, die in unserem Bekanntenkreis passiert ist. Und dort hat sich zwar ein bisschen anders ereignet, weil die Menschen, die dort geholfen haben, waren im Grunde die viel besseren Helfer, als die Figuren jetzt im Film geworden sind. Wir haben ja das Drehbuch auch gemeinsam entwickelt und geschrieben und wir sind von den Hauptcharakteren sehr von uns selber ausgegangen. Du schickst deinen Mann aufs Land, damit du deinen Russenlaber empfangen kannst. Du jetzt den Mund, ich hab die Kinder im Auto. Oh Gott, die Kinder, die sind völlig wurscht. Wenn dir nichts mehr einfällt, da kommen die Kinder, ja klar. Ja, mir geht's auch um meine Kinder und wenn's einmal nicht um dich geht, dann drehst du durch. Man kann den Titel auch sehr gut an den Charakteren festmachen, die sich allesamt einbilden, sie wären revolutionäre Geister und wären wahnsinnig hilfsbereit und gute Menschen. Allerdings, wenn die Realität dann zur Türe hereinpurzelt, sieht es dann ganz anders aus und auch das zeigt der Film. Der fantastische Cast macht den Film aber erst zu dem, was er ist. Wir haben bereits einen Film miteinander gemacht, High Performance. Und das Ziel war bei diesem Film, den Status umzudrehen, dass man sagt, diesmal ist die Figur von Manuel eher vom Status niedriger, kann man das so sagen, und die von Marcel eher höher. Die Russen oder ich? Wie bitte? Kann ich mir nach 8 Jahren mal 2 Wochen nehmen für mich, dass ich mal kurz einen Fokus habe. Jetzt kannst du mal zeigen, was dir die Beziehung wert ist. Hast du mich überhaupt nicht verstanden, was ich gerade... Du, hör auf, so ein Ego zu sein. Diese Menschen sind in einer Notlage. Das ist mir scheißegal. Na, es war uns extrem wichtig, dass wir die russischen Charaktere auch mit russischsprachigen Menschen besetzen. Und die Zusammenarbeit hat im Grunde komplett unproblematisch funktioniert. Ich habe eine Bekannte bei einer Flüchtlingsorganisation und ich würde euch gerne mit der zusammenbringen, um gewisse Aufenthaltsgrundfragen zu klären. Она хочет нас обратно в Вену отвезти. No. Was? No. No, no. Bei Waren einmal Revoluza nimmt der Zuschauer aber mehr mit als nur Unterhaltung für 104 Minuten. Ich glaube, uns war es wichtig, angesprochen auf die Message des Films, dass wir schon der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten wollen, klar, aber wir wollen auch unterhalten. In Russland sagt man, schnitze dein Leben aus dem Holz, das du hast. Bei uns sagt man, hau dir über die Häuser. Waren einmal Revoluza ab 20. März im Kino. Kommt vorbei, wir haben sehr viel Herzblut reingesteckt, es gibt viel zum Lachen, auch zum Weinen. Bleibt nicht zu Hause, Streamen ist super, aber Kino ist noch besser. Und genialerweise gleich am ersten Wochenende, ab 20. März. Bitte, danke, wiederhören, wiederschauen.